Das ist ja alles so einfach. Die Leute waren ja nicht dumm. Mhm. Und das ist wohl Eisen, Gusseisen. Und durch diese Turbinen, da ist eine Grundplatte, die liegt da. Und alles ist so, dass ein Kind zusammenstellen, weil es muss ja täglich ausgekocht werden. Ja. Da darf kein Saumilch entstehen. Mhm. Und diese Hohn dreht auch wieder mit der Ausnehmung und passt nur hier herein. Ja. Also kannst du auch nichts vertauschen. Ja, ist auch hier die Nase dran. Also. Und da die nächste Turbine. Mhm. Ist das nicht herrlich? Filigrane Arbeit, jawohl. Und alles gelötet. Wahnsinn. Und jetzt ist die ganze Maschine verzinnt. Lebensmittel verzinnt. Und da entstehen diese Energiezerstörungen, die Kavitationsströme, die sind atomare Energie. Und die macht sich, die modernsten Turbinen kriegen diese Löcher, Spezialstahl, kriegen sie auf einmal solche Löcher. Und dann wird das rostig, dann können sie es wegschmeißen. Das sind die an der Seite sozusagen, diese. Das ist das. Diese Löcher da. Wo die meisten keine Ahnung, nicht einmal der Jörg, nicht einmal der Rauber. Sie wissen davon, weil es niedergeschrieben ist. Ja. Aber ich kann es hier erklären. Und ich ging zu diesen Altmärkten und auf einmal sah ich die Spezialmaschine. Aha. Und jetzt kommt's. Ich kann die ganze Turbine. So. Passt hier mit dem Vierkant da auf. Ja. Weil die anderen Milchmaschinen, wo habe ich da was weggeräumt? Ich sehe es nicht. Müsste da liegen. Nein, nicht da. Irgendwo liegt es. Das probiere ich mal zu Hause. So, jetzt sehe ich aber hier. Und zwar ist da eine Glocke. Ja. Und natürlich gehört da dünnes Öl. Oh! Schau. Ah, haben wir was gefunden? Haben wir was gefunden? Alles klar. So, da gibt es die anderen Rot da oben liegt da, glaube ich. Mhm. Und frage immer die Bauern, alle, sage ich, für was sind diese kleinen vier Schrägflügel? Aha. Die passen da drauf. Aha. Und desto näher, dass sie. Die Luft dreht ja mit. Ja, die Luft dreht mit. Ja. Und bei den Wasserturbinen. Dreht das Wasser damit. Mhm. Das kriegst du nicht mehr. Das ist die Schleuderenergie. Mhm. Die Mutter Erde dreht sich so schnell. Und das ist die Schwerkraft. Und der Sog auch noch ist wirksam. Aber desto näher, dass er drauf sitzt, wird diese Kupferplatte ist auch verzehnt. Ja. Weißpech und überall musst du sofort umdenken, Hochzeitstanz der Moleküle, der Schöpfergeist hat auch die höchste Spaßenergie eingebaut. Du musst lachen können, wenn es nicht mehr zu lachen ist. Genau. Und dann gibt es schon wieder eine Umwandlung. Ja, mein Vater hatte zwischendurch einmal eine Wirtschaft drin, die war so dick. Mhm. Und ich konnte so herzhaft lachen. Wir Kinder haben geschaut, der ganze Bauch, alles so. Und ich komme für eins ins Tausendste. Meine Bruder und Schwägerin waren in Himalaya und kaufen sich eine Gebetsmühle. Und die einheimische Jugend dort nimmt eine Kohledose und machen eine Gebetsmühle draus. Ja. Und da ist eine Schnur mit ein bisschen Gewicht und dann kurbeln sie so. Ja. Die denken gar nicht dran, wie wichtig das ist. Ja, und da gibt es auch in fernen Osten so Rosenkränze, wo sie auch so die Kugeln immer so durchlaufen, ohne dass sie irgendwie. Das ist ja, das angeboren an jedem Menschen, ja. Ne? Und jetzt, ich so gleimert das, das interessiert mich. Da ist das so. Das soll ich dir nicht glauben, was da los ist. Dieses Drehen geht der ganze Körper mit. Mhm. Wenn du geistig auch noch untersuchen willst, da schon her.
die Bewegungsenergie durch diesen Blödsinn. Ja. Ist es nicht. Die gehen auch bei ihrer, da haben sie so gehen euch vorbei und kurbeln diese Gebetsmühlen wieder. Ja, ja, ja. Das kennst du alles. Von, das ist Wahnsinn. Oder ne? Ich bin mit einem ganz Bergsteiger in Verbindung, der ist zwar jetzt hier, aber der war 30 Mal auf der Himalaya, ist Bergführer. Mhm. Auch in Afrika am Kilimanjaro, mhm, und auch in Südamerika in die Anden. Mhm. Und da ist ein also war Schüler seiner Zeit, die sind da, ich wusste vor 45 Jahren schon von die Untertasse in Patagonien. Mhm. Und zwar ist da Österreich rübermarschiert, kommen herunter und da ist eine Siedlung, lauter deutsche, bayerische Häuser und alle sprechen Deutsch. Ja, was ist da los? Mhm. Und ich habe, da gab's, war ich bei Sektenzuhörer und der Prediger sagt, ach, ich habe schriftlich auch einen amerikanischen Präsident. Der hat offen gesagt, ich habe schriftlich diese Untertassen, die sind da. Wahnsinn. Und trotzdem wurde es immer wieder unterdrückt. Und ich hatte das dann und die Aussage von Viktor, mhm, wo ich auch, ich glaube, ich habe da schon sowas gegeben, so eine Kopie von Gespräch von Südamerika, meine Freundin. Mhm. Und ich habe dann verführt und gebe es auch in hier. Die hatten ja Redeverbot. Ja. Ich konnte die Goschen nicht halten. Ich habe es gesagt. Ihr werdet staunen, was die Untertassen noch mit uns vorhaben. Hm, so spannend. Aber jetzt kann ich hier kommen.